Kapitel 5.1 Robinsonade, als Prüfstein für diese Theorie. Als Prüfstein für die Richtigkeit der hier entwickelten Zinstheorie, wie auch, um dem gerade in dieser Frage so sehr in uralten Vorurteilen befangenen Leser das Verständnis zu erleichtern, schicke ich folgende Robinsonade voran. Vorbemerkung: Der Kürze halber lasse ich den hier beschriebenen Darlehensvertrag ohne den regelnden Einfluss des Wettbewerbs sich vollziehen. Ließe ich den Wettbewerb in die Darlehensverhandlungen eingreifen, etwa so, da es auf einen Darlehensnehmer, Fremdling, mehrere Darlehensgeber, mehrere Robinsons, kämen, so würde der Vertrag noch viel günstiger für den Darlehensnehmer ausfallen können, als es hier geschieht. Eine zweite Voraussetzung ist, da es die beiden Vertragsschließenden die Freilandgrundsätze anerkennen, weil deren Nichtanerkennung unter den obfaltenden Verhältnissen zu Kampf und Raub nicht zum Vertrage führen würde. Robinson baute einen Kanal und musste sich also auf 3 Jahre, der Dauer der ganzen Arbeit, mit Vorräten versehen. Er schlachtete Schweine, bedeckte das Fleisch mit Salz, füllte ein Loch in der Erde mit Getreide und deckte es sorgfältig zu. Er gerbte Hirschfelle und verarbeitete sie zu Kleidern, die er in einer Kiste verschloss, nachdem er als Mottenscheuche noch eine Stinktierdrüse hineingelegt hatte. Kurz, er sorgte nach seiner Ansicht gut für die nächsten 3 Jahre. Wie er nun eine letzte Berechnung darüber anstellte, ob sein Kapital für das geplante Unternehmen auch ausreichen würde, sah er einen Menschen auf sich zuschreiten. »Hallo«, rief der Fremdling, »mein Kahn ist hier zerschellt, und so landete ich auf dieser Insel. Kannst du mir mit Vorräten aushelfen, bis ich einen Acker urbar gemacht und die erste Ernte eingeheimst habe?« Wie schnell flogen bei diesen Worten die Gedanken Robinsons von seinen Vorräten zum Zins und zur Herrlichkeit des Rentnerlebens? Er beeilte sich, die Frage zu bejahen. »Vortrefflich«, antwortete der Fremdling, »aber ich will dir sagen, Zins zahle ich nicht, sonst ernähre ich mich lieber von Jagd und Fischfang. Mein Glaube verbietet mir sowohl Zins zu nehmen, wie auch Zins zu geben.« »Da hast du eine prächtige Religion. Aus welchem Grunde aber glaubst du denn, dass ich dir Vorräte aus meinen Beständen herleihen werde, wenn du mir keinen Zins gibst?« »Freitag, aus Eigennutz, Robinson, aufgrund deines wohlverstandenen Vorteiles, weil du dabei gewinnst, und sogar ziemlich viel.« »Das, Fremdling, musst du mir erst vorrechnen. Ich gestehe, dass ich nicht einsehe, welchen Vorteil ich davon haben kann, dir meine Vorräte zinsfrei zu leihen.« »Freitag, nun, ich will dir alles vorrechnen, und wenn du es mir nachrechnen kannst, so wirst du mir das Darlehen zinsfrei geben und dich noch bei mir bedanken. Ich brauche zunächst Kleider, denn du siehst, ich bin nackt. Hast du einen Vorrat an Kleidern?« Die Kiste ist bis oben voll.« »Freitag, aber Robinson, wirklich, ich hätte dich für gescheiter gehalten. Wer wird denn Kleider für 3 Jahre in Kisten vernageln, Hirschleder, den Lieblingsfass der Motten? Außerdem müssen diese Kleider immer gelüftet und mit Fett eingerieben werden, sonst werden sie hart und brüchig.« Du hast recht, aber wie sollte ich es anders machen? Im Kleiderschrank sind sie nicht besser geborgen, im Gegenteil, hier kommen Ratten und Mäuse noch zu den Motten hinzu.« »Freitag, oh! Auch in die Kiste würden die Ratten gedrungen sein, sieh, da haben sie schon genagt.« »Wahrhaftig. Man weiß sich auch wirklich nicht davor zu retten.« »Freitag, du weißt dich nicht vor Mäusen zu schützen, und du sagst, du hättest rechnen gelernt. Ich will dir sagen, wie Leute in deiner Lage sich bei uns gegen Mäuse, Ratten, Motten, Diebe, gegen brüchig werden, Staub und Schimmel schützen. Leihe mir diese Kleider, und ich verpflichte mich, dir neue Kleider zu machen, sobald du welche brauchst. So bekommst du ebenso viele Kleider zurück, wie du mitgeliefert hast, und zwar werden diese Kleider, weil neu, bedeutend besser sein als diejenigen, die du später aus dieser Kiste ziehen würdest. Obendrein werden sie nicht mit Stinktieröl verpestet sein. Willst du das tun?« »Ja, Fremdling, ich will dir die Kiste mit den Kleidern abtreten, denn ich sehe ein, dass es für mich vorteilhaft ist, dir auch ohne Zins die Kleider zu überlassen.« So selbstverständlich die Sache ist, so ist es doch Tatsache, dass bis heute noch keiner von allen Zinstheoretikern diesen Vorteil erkannt hat. Sogar Prudhon sah ihn nicht. »Freitag, nun zeige mir mal deinen Weizen. Ich brauche solchen sowohl zur Saat wie für Brot.« »Dort am Hügel habe ich ihn vergraben.«
Freitag, du hast den Weizen für 3 Jahre in einem Erdloch vergraben. Und der Schimmel, die Käfer. Das weiß ich, aber was sollte ich machen? Ich habe die Sache nach allen Seiten überlegt und nichts Besseres für die Aufbewahrung gefunden. Freitag, nun bück dich mal. Siehst du die Käfer Chen an der Oberfläche herumspringen? Siehst du das Gemüll? Und hier diese Schimmelbildung? Es ist die höchste Zeit, dass der Weizen herausgehoben und gelüftet werde. Es ist zum Verzweifeln mit diesem Kapital. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich mich verteidigen soll gegen diese tausendfältigen Zerstörungskräfte der Natur. Freitag, ich will dir sagen, Robinson, wie wir das bei uns zu Hause machen. Wir bauen einen luftigen, trockenen Schuppen und schütten auf den gut gedielten Boden den Weizen aus. Und regelmäßig alle 3 Wochen wird der Weizen sorgfältig gelüftet, indem wir mit Schaufeln das Ganze umwerfen. Dann halten wir eine Anzahl Katzen, stellen Fallen auf, um die Mäuse zu fangen, versichern das Ganze gegen Feuer und erreichen so, dass der jährliche Verlust an Güte und Gewicht nicht mehr als 10% beträgt. Aber bedenke doch, diese Arbeit, diese Kosten. Freitag, du scheust die Arbeit und willst keine Kosten. Ich will dir sagen, wie du es dann anfangen musst. Leihe mir deinen Vorrat, und ich werde dir das Gelieferte aus meinen Ernten in frischem Getreide zurückzahlen, und zwar Pfund für Pfund, Sack für Sack. So sparst du die Arbeit, einen Schuppen zu bauen, brauchst das Getreide nicht umzuschaufeln und keine Katzen zu füttern, verlierst nichts am Gewicht und hast statt alten Korns immer saftiges, frisches Brot. Willst du? Mit 1000 Freuden nehme ich den Vorschlag an. Freitag, also du lieferst mir das Korn zinsfrei. Versteht sich, zinsfrei und mit Dank meinerseits. Freitag, ich kann aber nur einen Teil gebrauchen, ich will nicht alles haben. Wenn ich dir nun den ganzen Vorrat anbiete, mit der Maßgabe, dass du mir für je 10 Sack nur 9 zurückzugeben brauchst. Freitag, ich danke, denn das hieße ja mit Zins arbeiten, zwar nicht mit aufschlagendem, positivem, sondern mit kürzendem, negativem, Zins, und statt des Gebers wäre der Nehmer Kapitalist. Aber mein Glaube verbietet den Wucher, verbietet auch den umgekehrten Zins. Ich mache dir aber den Vorschlag, deinen Weizenvorrat unter meine Aufsicht zu nehmen, den Schuppen zu bauen und alles Nötige zu besorgen. Dafür wirst du mir für je 10 Sack jährlich 2 Sack als Lohn bezahlen. Bist du damit einverstanden? Mir ist es gleich, ob deine Leistung unter dem Titel Wucher oder aber als Arbeit gebucht wird. Ich gebe dir also 10 Sack, und du lieferst mir 8 Sack zurück. Einverstanden. Freitag, ich brauche aber noch andere Sachen, einen Pflug, einen Wagen und Handwerkszeug. Willst du mir das alles auch zinsfrei überlassen? Ich verspreche, dir alles in gleicher Güte zurückzuerstatten, für einen neuen Spaten, für eine neue Kette eine neue, rostfreie Kette. Gewiss bin ich dazu bereit. Denn jetzt habe ich von all diesen Vorräten nur Arbeit. Neulich war der Bach übergetreten und hatte den Schuppen überschwemmt, alles mit Schlamm bedeckend. Dann riss der Sturm das Dach fort, so dass alles verregnete. Nun haben wir trockenes Wetter, und der Wind treibt Sand und Staub in den Schuppen. Rost, Fäulnis, Bruch, Trockenheit, Licht und Dunkelheit, Holzwürmer, Termiten, alles ist unausgesetzt an der Arbeit. Noch ein Glück, dass wir keine Diebe und Brandstifter haben. Wie freue ich mich, jetzt durch Verleihen die Sachen so schön und ohne Arbeit, Kosten und Verlust für später verfügbar zu behalten. Freitag, also du erkennst es jetzt als einen Vorteil, mir die Vorräte zinsfrei zu überlassen? Knut Wichsel, Wert, Kapital und Rente, Seite 83, indessen behauptet Böhm-Bawerk, dass die gegenwärtigen Güter den künftigen mindestens gleichstehen, da sie ja nötigenfalls für die Verwendung in der Zukunft einfach aufbewahrt werden können. Das ist gewiss eine große Übertreibung. Böhm-Bawerk erwähnt freilich eine Ausnahme von dieser Regel, nämlich in Betreff von Gütern, die dem Verderb unterworfen sind, wie Eis, Obst und dergleichen. Allein dasselbe trifft ja in höherem oder niedrigerem Maße bei allen Nahrungsmitteln ohne Ausnahme zu. Es gibt vielleicht keine anderen Güter als etwa die edlen Metalle oder Steine,
deren Aufbewahrung für die Zukunft nicht besondere Arbeit und Fürsorge erheischt, wozu noch die Gefahr kommt, dass sie dennoch durch Unfälle, wie Feuer und dergleichen, verloren gehen können. Für Gold, Edelsteine, Wertpapiere gibt es jetzt in den Banken besondere Kammern für Privatgebrauch. Aber man muss hier eine Miete bezahlen, um deren Betrag das gegenwärtige dem künftigen Gut mindestens nachsteht. Unumwunden erkenne ich es an. Aber warum, so frage ich mich jetzt, bringen drüben in der Heimat solche Vorräte dem Besitzer Zins ein? Freitag, die Erklärung musst du im Gelde suchen, das drüben solche Geschäfte vermittelt. Was? Im Gelde soll die Ursache des Zinses liegen? Das kann doch nicht sein, denn höre, was Marx vom Geld und Zins sagt, die Arbeitskraft ist die Quelle des Zinses, Mehrwert. Der Zins, der das Geld in Kapital verwandelt, kann nicht vom Geld herrühren. Wenn es wahr ist, dass das Geld Tauschmittel ist, so tut es nichts anderes, als die Preise der Waren bezahlen, die es kauft. Wenn es solchermaßen unveränderlich bleibt, so nimmt es nicht an Wert zu. Daher muss der Mehrwert, Zins, von den gekauften Waren herrühren, die teurer verkauft werden. Diese Veränderung kann weder beim Kauf noch beim Verkauf stattfinden, in diesen beiden Handlungen werden Äquivalente ausgetauscht. Es bleibt darum nur eine Annahme frei, da es die Änderung durch den Gebrauch der Ware nach dem Kauf und vor dem Wiederverkauf vor sich gehe. Marx, das Kapital, Kap 6. Freitag, wie lange bist du schon auf dieser Insel? Seit 30 Jahren. Freitag, das merkt man. Du berufst dich noch auf die Wertlehre. Ach, lieber Robinson, diese Sache ist erledigt. Die Wertlehre ist ausgestorben. Es ist überhaupt niemand mehr da, der sie vertritt. Was, du sagst, die Marx-CHE-Lehre vom Zins wäre ausgestorben? Das ist nicht wahr. Wenn auch sonst niemand mehr da wäre, ich vertrete sie. Freitag, gut, so vertritt sie, doch nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat. Vertritt sie, wenn du willst, mir gegenüber. Ich trete von dem soeben geschlossenen Handel zurück. Du hast hier in deinen Vorräten das, was nach Wesen und Bestimmung als die reinste Form dessen zu betrachten ist, was man gemeinhin Kapital nennt. Ich fordere dich auf, als Kapitalist mir gegenüber aufzutreten. Ich brauche deine Sachen. Kein Arbeiter ist jemals einem Unternehmer so nackt gegenübergetreten, wie ich jetzt vor dir stehe. Niemals ist das wahre Verhältnis vom Kapitalbesitzer zum Kapitalbedürftigen so rein zutage getreten, wie in unserem gegenseitigen Verhältnis. Nun, versuche, ob du von mir Zins erlangen kannst. Wollen wir also den Handel wieder von vorne anfangen? Man beachte die Vorbemerkung. Ich verzichte. Die Ratten, Motten und der Rost haben meine kapitalistische Kraft gebrochen. Aber sage, wie erklärst du die Sache? Freitag, die Erklärung ist einfach. Bestände hier auf der Insel Geldwirtschaft, und ich als Schiffbrüchiger bedürfte eines Darlehens, so müsste ich mich nach Lage der Dinge an einen Geldgeber wenden, um die Dinge, die du mir soeben zinsfrei geliehen hast, zu kaufen. Diesem Geldgeber aber, den Ratten, Motten, Rost, Feuer und Dachschäden nicht bedrücken, kann ich nicht wie dir gegenübertreten. Den Verlust, der mit dem Besitz der Waren verknüpft ist, sieh, da schleppt der Hund einen von deinen, will sagen, von meinen Hirschfällen fort. Den trägt nur derjenige, der die Waren aufzubewahren hat, nicht der Geldgeber, diesen berühren all diese Sorgen und die herrlichen Beweise nicht, mit denen ich dich so mürbe gemacht habe. Du hast die Kiste mit den Fellkleidern nicht zugeschlagen, als ich dir jede Zinszahlung verweigerte. Die Natur des Kapitals machte dich zu weiteren Verhandlungen geneigt. Der Geldkapitalist aber schlägt mir die Tür des Geldschrankes vor der Nase zu, wenn ich ihm sage, ich würde keinen Zins zahlen. Dabei brauche ich das Geld an sich ja nicht, sondern die Fellkleider, die ich mit dem Geld kaufen würde. Die Fellkleider gibst du mir zinsfrei, das Geld dazu muss ich verzinsen. So wäre die Ursache des Zinses doch im Gelde zu suchen, und Marx wäre im Unrecht. Auch da, wo er sagt, im eigentlichen Handelskapital erscheint die Form GWG, Geld, Ware, mehr Geld, gleich kaufen, um teurer zu verkaufen, am reinsten. Andererseits geht seine ganze Bewegung innerhalb der Zirkulationssphäre vor sich.
Da es aber unmöglich ist, aus der Zirkulation selbst die Verwandlung von Geld in Kapital zu erklären, erscheint das Handelskapital unmöglich, sobald Äquivalente ausgetauscht werden, daher nur ableitbar aus der doppelten Übervorteilung der kaufenden und verkaufenden Warenproduzenten durch den sich parasitisch zwischen sie schiebenden Kaufmann. Soll die Verwertung des Handelskapitals nicht aus bloßer Prellerei der Warenproduzenten erklärt werden, so gehört dazu eine lange Reihe von Mittelgliedern. Marx, Kapital, 6. Auflage, BDI, Seite 127. Freitag, hier sowohl wie da ist er vollkommen im Irrtum. Und da er sich im Gelde irrte, diesem Zentralnerv der ganzen Volkswirtschaft, so muss er überall im Irrtum sein. Er beging, wie alle seine Jünger es taten, den Fehler, das Geldwesen aus dem Kreis seiner Betrachtungen auszuschalten. Er, das haben mir unsere Verhandlungen über das Darlehen bewiesen. Das Geld ist für Marx ja auch nur Tauschmittel, aber es tut, wie es scheint, mehr als nur die Preise der Waren bezahlen, die es kauft. Da es der Bankmann dem Darlehensnehmer den Geldschrank vor der Nase zuschlägt, wenn dieser keinen Zins zahlen will und nichts von den Sorgen kennt, die die Besitzer der Waren, Kapital, drücken, das verdankt er nur der Übermacht, die das Geld an und für sich über die Ware hat, und da liegt der wunde Punkt. Freitag, wie viel Beweiskraft doch die Ratten, Motten und der Rost haben. Kapitel 5.2 Der Urzins. Nach der Darstellung, die uns sowohl die bürgerlichen, wie auch die marxfreundlichen Zinsforscher geben, soll der Zins eine untrennbare Begleiterscheinung des Privateigentums an den Produktionsmitteln sein. Wer die Gütergemeinschaft, den Kommunismus ablehnt und die freie Wirtschaft will, der muss auch die Zinswirtschaft, Kapitalismus, mit in Kauf nehmen, so sagen alle, die sich bisher den Zins näher angeschaut haben. Da es dann weiter, im Lichte der Sittenlehre, die Ansichten in der Beurteilung des Zinses erheblich auseinandergehen, ist von nebensächlicher Bedeutung und trägt zur Klärung der Angelegenheit nichts bei. Ob es sich nach Ansicht der Sozialisten um eine gewaltsame Aneignung, um einen die gute Sitte verletzenden Missbrauch wirtschaftlicher Übermacht handelt, oder ob der Zins den bürgerlichen Volkswirten als gerechte Belohnung wirtschaftlicher Tugenden, Ordnung, Fleiß, Sparsamkeit erscheint, das kann dem, der den Zins aufzubringen hat, dem besitzlosen Proletarier, ziemlich gleichgültig sein. In Übereinstimmung mit obiger Anschauung müssen die Marx-Freunde die Quelle des Zinses, des Mehrwertes, in der Fabrik, auf alle Fälle in der Trennung des Arbeiters von seinen Arbeitsmitteln suchen, und sie wähnen, sie auch dort festgelegt zu haben. Ich werde nun zeigen, da es der Zins völlig unabhängig vom Privateigentum an den Produktionsmitteln ist, da es er auch dort besteht, wo es keine besitzlose Menge, Proletariat, gibt und gab, und da es Sparsamkeit, Ordnung, Fleiß und Tüchtigkeit niemals den Zins entscheidend beeinflusst haben. Im Widerspruch zu dieser Kapitaltheorie werde ich zeigen, da es der Zins in unserem uralten, aus der Zeit der Babylonier, Hebräer, Griechen und Römer stammenden Gelde wurzelt und durch dessen körperliche oder gesetzlich erlangte Vorzüge geschützt ist. Merkwürdigerweise beginnt übrigens Marx. Wenn ich in den nachfolgenden Ausführungen des öfteren Wundestellen der Marx-Zinstheorie berühre, so geschieht dies deshalb, weil von den sozialistischen Theorien diejenige von Marx die einzige geblieben ist, die sich bis in die politischen Kämpfe unserer Tage hinein Geltung verschafft hat und sich nun als böser Spaltpilz des Proletariats auswirkt, wie dies die beiden Gruppen der Sozialdemokratischen Partei beweisen, die sich auf dem Boden der zum Glaubenssatz erhobenen Marxischen Zinstheorie mit Minen und Granaten bewerfen. Mit seinen Untersuchungen über den Zins gleichfalls beim Geld. Ihm widerfuhr jedoch das Missgeschick, da er, trotz der Warnung Proudhons, am entscheidenden Ort mit einer falschen Voraussetzung begann und genau wie die gewöhnlichen, kapitalfreundlichen Zinsforscher Geld und Ware als vollkommene Äquivalente. Äquivalent sind zwei Waren, die in vollständiger Gleichberechtigung einander gegenübertreten und ohne Gewinn ausgetauscht werden. Wenn zum Beispiel ein Wucherer, Sparer oder Schatzbildner vor der Frage steht, ob er Ware oder Geld hamstern soll, und er sich regelmäßig sagen muss, da es das für seine Zwecke völlig einerlei hat, so sind eine Mark Gold und eine Mark Ware Äquivalente. Wenn aber der Sparer oder Spekulant sich sagt, da es für seine Zwecke ihm eine Mark Gold lieber ist als eine Mark Ware, so besteht die von Marx vorausgesetzte Äquivalenz nicht mehr. Behandelte. Durch diesen unglücklichen Missgriff wurde Marx gleich von Anfang an auf ein falsches Gleis abgetrieben. Marx findet am Geld nichts auszusetzen.
so wie wir es von den alten Babyloniern und Israeliten, von den Griechen und Römern übernommen haben, ist das Geld nach Marx ein vollkommenes, tadelloses Tauschmittel, das von Anbeginn seine Aufgabe glänzend erfüllt hat. Da es im Mittelalter wegen Geldmangels Geldwirtschaft und Arbeitsteilung sich nicht entfalten konnten, da es das Zinsverbot der Päpste die Geldwirtschaft aufhob, obschon dieses Zinsverbot doch eigentlich nichts anderes bedeutete, als die gewaltsame Herstellung der von Marx vorausgesetzten Äquivalenz von Geld und Ware, das alles kann Marx in seinem Urteil nicht stutzig machen, da es das Geld ein vollkommenes Tauschmittel, ein wirkliches, allseitiges Äquivalent sei. Eine besondere Geldmacht kennt Marx selbstverständlich nicht. Die Ausbeutung der Völker durch die Goldene Internationale, durch die Börsen und Wucherspieler muss Marx verneinen. Börsenraub gibt es nicht, sondern nur Prellereien. Der Börsenräuber bedient sich der List, nicht der Macht. Er ist nur ein Dieb. Raub setzt Macht voraus, und diese haben nicht die Geldleute, nicht die Börsenfürsten, sondern die Besitzer der Produktionsmittel. Kurz, Geld und Ware sind Äquivalente, zu jeder Zeit, an jedem Ort, gleichgültig, ob das Geld in den Händen eines als Selbstverbraucher oder als Kaufmann auftretenden Käufers liegt. Und so spricht er es geradezu aus, da es nun, obschon Gold und Silber nicht von Natur aus Geld, Geld aber von Natur Gold und Silber ist, beweist die Kongruenz seiner Natureigenschaften mit denen seiner Funktionen als Tauschmittel. Dies Kind, kein Engel ist so rein, lasst eurer Huld empfohlen sein. Mit diesem Loblied auf das Gold und die Goldwährung hat Marx die Aufmerksamkeit des Proletariats vollkommen vom Geld abgelenkt und die Börsenräuber, Wucherspieler, Spitzbuben unmittelbar in den Schutz der besitzlosen Klasse, des Proletariats gestellt. Und so hat man das traurig-lustige Schauspiel, da es jetzt überall in der Welt die Wachen vor Mammons Tempel durch die Rote Garde besetzt sind. Äquivalent sind zwei Waren, die in vollständiger Gleichberechtigung einander gegenübertreten und ohne Gewinn ausgetauscht werden. Wenn zum Beispiel ein Wucherer, Sparer oder Schatzbildner vor der Frage steht, ob er Ware oder Geld hamstern soll, und er sich regelmäßig sagen muss, da es das für seine Zwecke völlig einerlei Art, so sind eine Mark Gold und eine Mark Ware Äquivalente. Wenn aber der Sparer oder Spekulant sich sagt, da es für seine Zwecke ihm eine Mark Gold lieber ist als eine Mark Ware, so besteht die von Marx vorausgesetzte Äquivalenz nicht mehr. Tatsache ist, da es in den sozialdemokratischen Wahlflugblättern und in der Presse das Wort Zins und Geld nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Noch merkwürdiger aber ist es, da es Marx in der von ihm selbst als Regel bezeichneten Abwicklung des Tausches, GWG gleich Geld, Ware, mehr Geld, wohl einen Widerspruch mit der behaupteten Äquivalenz findet, die Lösung dieses Widerspruchs jedoch anderswo, und zwar in einer langen Kette von Mittelgliedern nachzuweisen, verspricht. Diese lange Kette ist der Produktionsprozess, und zwar beginnt und endet diese Kette in der Fabrik. Der Unternehmer ist nicht ein Ausbeuter unter vielen, sondern ist der Ausbeuter. Die Ausbeutung geschieht restlos an der Lohnkasse. Um den von Marx in der Formel GWG aufgedeckten Widerspruch glatt zu lösen, werde ich keine solche Kette von Mittelgliedern nötig haben. Ich werde dem Zins die Angel vor das Maul werfen und ihn geradeswegs aus seinem Elemente ziehen, für jedermann erkennbar. Die Kraft, die zu der Tauschformel GWG gehört, werde ich unmittelbar im Tauschvorgang enthüllen. Ich werde zeigen, da es das Geld in der Gestalt, in der wir es von den Alten unbesehen übernommen haben, kein Äquivalent ist und da es nicht anders als nach der Formel GWG umlaufen kann, da es jedes Volk, das zu diesem Geld griff, um die Arbeitsteilung zu fördern und den Austausch der Waren zu erleichtern, unrettbar der Zinswirtschaft, dem Kapitalismus, verfallen musste. Die Kraft, die das Geld nach der Formel GWG umlaufen lässt, also die Kapitaleigenschaft des Geldes, beruht auf folgenden Eigenschaften. A. Das Geld ist unbedingte Voraussetzung entwickelter Arbeitsteilung. B. Das herkömmliche Geld, Metall- und Papiergeld, lässt sich, dank seiner körperlichen Verfassung, unbegrenzt und ohne nennenswerte Lagerkosten vom Markte zurückhalten, während die auf das Geld als Tauschvermittler unbedingt angewiesenen Warenerzeuger, Arbeiter, durch die ständig wachsenden Verluste, die mit dem Aufbewahren der Waren verbunden sind. Alle Waren verderben, zwar mehr oder weniger schnell, doch verderben sie alle, mit unerheblichen Ausnahmen, wie Edelsteine, Perlen und einige Edelmetalle. Das Hüten der Waren kann deren Vorderben nur verlangsamen, nicht aber verhindern. Rost, Fäulnis, Bruch, Feuchtigkeit, Trockenheit, Hitze, Kälte, Würmer, Fliegen, Käfer, Termiten, Motten,
Feuer und so weiter, arbeiten ohne Unterlass an der Vernichtung der Waren. Schließt ein Warenhausbesitzer sein Haus ein Jahr ab, so kann er getrost 10 oder 20% seines Kapitals dieser Verderbnis wegen abschreiben, dazu noch die Kosten für Miete und Steuern. Schließt dagegen ein Geldbesitzer seinen Schatz ab, so hat er mit keinerlei Verlusten zu rechnen. Sogar der in den Trümmern Trojas gefundene Goldschatz hatte nicht messbar an Gewicht verloren und galt auf der Reichsbank 2790 m das Kilo. Im Zusammenhang hiermit wird oftmals auf den Wein verwiesen, der beim Lagern wertvoller wird und somit scheinbar eine Ausnahme von der allgemeinen Regel darstellt, der zufolge das Lagern von Waren immer mit Verlust verknüpft ist. Es handelt sich jedoch beim Wein, wie bei einigen anderen Gütern, nicht um fertige Fabrikate, sondern um Naturerzeugnisse, die beim Einlagern noch nicht die Entwicklungsstufe erreicht haben, die sie für den menschlichen Gebrauch verwendbar macht. Der gekelterte Traubensaft, wie er in die Fässer kommt, ist Most, der erst ganz allmählich sich in trinkbaren Wein verwandelt. Diese Entwicklung, bei der der Wein erst zur fertigen Ware wird, steigert seinen Wert, nicht das Lagern an sich, denn sonst müsste nur die Wertsteigerung immer weitergehen, was nicht der Fall ist. Was auf Rechnung des Lagerns kommt, bedeutet, wie immer, auch hier nur einen Verlust, nämlich Kosten für Lagerraum, Fässer, Flaschen, mehrjährige Pflege, Auffüllung, Bruch und so weiter. Eine Zwangsnachfrage nach Geld halten. C. Infolge dieses eigentümlichen Sachverhalts vermag der Kaufmann von den Warenbesitzern eine besondere Vergütung dafür zu erzwingen, da er darauf verzichtet, den Austausch der Waren durch Festhalten des Geeinstes willkürlich hinauszuziehen, das heißt zu verschleppen und nötigenfalls gänzlich zu verhindern. Die aus dieser regelmäßigen Vergütung setzt Zickbuch der Zins des Handelskapitals zusammen, und er beträgt, auf den Jahresumsatz verteilt, nach mehrtausendjähriger Erfahrung 4 bis 5%. Diese besondere, vom Handelsgewinn. Der Handelsgewinn ist das, was dem Kaufmann übrig bleibt, wenn er den Zins seines Kapitals in Abzug gebracht hat. Der Kaufmann, der nur mit auf Kredit gekauften Waren handelt, kann seinen Gewinn als reinen Handelsgewinn betrachten. Den oben unter 3 bezeichneten Zins muss er an seine Geldgeber abliefern. Er ist dann nur der Kassenbote seiner Geldgeber. Scharf zu trennende Vergütung kann selbstverständlich nicht der von seinen leiblichen Bedürfnissen getriebene Warenkäufer, Verbraucher genannt, erheben, denn hier ist das Bedürfnis des Geldbesitzers nach Warenkauf ebenso dringend und unaufschiebbar, wie das Bedürfnis des Erzeugers nach Warenverkauf, sondern nur der als Geldbesitzer auftretende Kaufmann kann diese Abgabe erheben, der Mann, der die Waren kaufmännisch erwirbt, um sie kaufmännisch zu verkaufen, der Mann, der die Waren kaufen oder den Kauf unterlassen kann, ohne darum persönlich Hunger leiden zu müssen, kurz der Mann, der eine Schiffsladung Weizen kauft, obschon er persönlich nur einen Sack davon essen wird. Freilich hat der Kaufmann ja auch ein Bedürfnis nach Handelsgewinn, das er nur durch Kauf von Waren befriedigen kann. Aber hinter diesem kaufmännischen Warenkauf steht als treibende Kraft nicht die leibliche Not, sondern der Wunsch, diese Waren so billig wie möglich zu erwerben und dabei alle Waffen der wechselnden Marktlage, Konjunktur, jede Schwäche des Verkäufers restlos auszunützen. Wächst die Schwäche des Verkäufers dadurch, dass der Kaufmann ihn warten lässt, so lässt ihn der Kaufmann warten. Überhaupt tut der Kaufmann alles, was er kann, um die Verlegenheiten des Verkäufers, Erzeuger, Arbeiter, zu mehren, und als ewige Quelle ewiger Verlegenheiten müssen die unter 1 bis 3 bezeichneten Umstände angesehen werden. Der Verbraucher, von persönlichen Bedürfnissen getrieben, kann nicht warten, obschon sein Geld es ihm erlauben würde, der Warenerzeuger kann auch nicht warten, obschon seine persönlichen Bedürfnisse es ihm in manchen Fällen wohl gestatten würden, aber der als Kaufmann auftretende Geldbesitzer, der Eigentümer des allgemeinen, unentbehrlichen Tauschmittels, der kann warten, der kann Warenerzeuger und Verbraucher regelmäßig dadurch in Verlegenheit bringen, da er mit dem Tauschmittel, Geld, zurückhält. Und die Verlegenheiten des einen sind ja im Handel das Kapital des anderen. Wären die Warenerzeuger und Verbraucher, Produzenten und Konsumenten, nicht durch Ort und Zeit voneinander getrennt, so würden sie sich, wie das im Tauschhandel ja noch geschieht, ohne das Geld des Kaufmannes behelfen, aber wie die Dinge nun einmal liegen, ist die kaufmännische Vermittlung, und damit auch der Zins, Notwendigkeit und Regel für den weitaus größten Teil der Warenerzeugung. Aus Rücksicht auf diesen letzteren Umstand können wir das Geld der Verbraucher überhaupt ganz aus unseren Betrachtungen ausschalten. Durch die Hände des Kaufmannes gehen alle Waren und geht alles Geld. Darum sind die Gesetze des kaufmännischen Geldumlaufes hier allein maßgebend.
wem es hier noch irgendwie Schwierigkeiten bereitet, einzusehen, dass der kaufmännische Geldumlauf anderen Gesetzen folgt, als das Geld der Konsumenten, der möge einen Augenblick überlegen, wie das Geld der Sparer wieder vom Verkehr als Tauschmittel angezogen wird. Nach diesen Feststellungen will ich nun zunächst die Frage beantworten, durch welche Umstände die Höhe des Zinses, den das Geld für die Tauschvermittlung erheben kann, begrenzt wird, und zwar darum zunächst, weil diese Antwort am besten das wahre Wesen des Geldzinses offenbart. Wenn das Geld darum Kapital ist, GWG, weil es den Güteraustausch willkürlich untersagen kann, so wird man einwenden, warum denn der Zins nicht bis an den Nutzen heranreicht, den wir aus der Geldwirtschaft ziehen, und den wir mit der Leistungsfähigkeit, die die Arbeitsteilung der Urwirtschaft gegenüber besitzt, messen können. Ähnlich ist die Frage berezipigt, warum die Grundbesitzer für die Grundrenten nicht in jedem Falle das Gesetz des Erlenlohnes anwenden, oder warum die Anteilseigner des Suezaltkanals für die Höhe der Schiffsabgaben noch andere Umstände erwägen, als nur den Wettbewerb des Seeweges um das Kap der Guten Hoffnung. Aber die Abgabe, die das Geld für seine Benutzung erhebt, folgt anderen Gesetzen als die sind, die für die Bodenbenutzung gelten, sie ähnelt mehr der Abgabe, die die Raubritter im Mittelalter erpaisten. Wenn damals der Kaufmann gezwungen war, die Straße zu benutzen, die an der Burg des Ritters vorüberführte, so wurde gründlich geplündert, es wurden 30, 40, 50% Zoll erhoben. Standen aber dem Kaufmann auch noch andere Wege zu Gebote, so war der Ritter bescheiden, er bewachte seine Straße, besserte sich aus, baute Brücken, schützte sie gegen andere Räuber, setzte äußersten Falles den Zoll herab, auf das der Kaufmann in Zukunft diese Straße nicht gänzlich miede. So ähnlich verhält es sich beim Geld. Auch das Geld muss damit rechnen, dass ihm Wettbewerber erwachsen, wenn seine Abgabeforderungen zu hoch geschraubt sind. Ich werde später noch nachzuweisen haben, dass es bei dem Verleihen von Geld niemals einen Wettbewerber geben kann. Die Wettbewerber, von denen eben die Rede ist, treten nicht beim Verleihen des Geldes, sondern bei seinem Tausch gegen Waren auf. Zunächst ist klar, dass sich die Arbeitsteilung bedeutend weiter ausbilden lässt, als es heute in der Welt geschieht. Die Goldwährung ist eine Weltwährung, die weltwirtschaftlich betrachtet werden muss. Und 3/4 der Weltbewohner behelfen sich heute noch schlicht und recht mit der Urwirtschaft. Warum? Zum Teil darum, weil der durch Geld vermittelte Gütertausch zu stark mit Zins belastet ist. Diese UNK-Kosten müssen die Erzeuger veranlassen, in einzelnen Zweigen ihrer Tätigkeit oder auch gänzlich auf die Herstellung von Waren zu verzichten und bei der Urwirtschaft zu bleiben. Ob Ur- oder Warenwirtschaft, hängt von einer Rechenaufgabe ab, bei welcher der Geldzins, womit die Warenwirtschaft belastet ist, oft genug dazu führen mag, der Urwirtschaft den Vorzug zu geben. So wird zum Beispiel mancher deutsche Kleinbauer lieber seine Kartoffelernte im eigenen Stall verfüttern und das Schwein für den eigenen Hausbedarf blacken, wenn das Fleisch durch den Zins des Tauschvermittlers um ein geringes verteuert wird. Dann wird der Bauer weniger Waren, Kartoffeln für den Markt und mehr Güter für den eigenen Gebrauch erzeugen und darum weniger Geld brauchen. Diesem Teil der Gütermenge gegenüber, der selbst in Deutschland nicht zu unterschätzen ist, muss das Geld bescheiden bei seiner Zinsforderung sein, um die Warenwirtschaft nicht auf die Urwirtschaft hinüberzustoßen. Und ähnlich wie der deutsche Bauer handeln die Völkermassen Asiens und Afrikas. Wenn also nun die Geldbesitzer eine zu hohe Abgabe von den Waren fordern, so wird jener Teil der heutigen Warenerzeugung, der um den Grenznutzen der Arbeitsteilung hin und her pendelt, aufgegeben, und die Urwirtschaft tritt oder bleibt an dessen Stelle. Der zu hohe Geldzoll vermindert die Warenerzeugung zugunsten der Urwirtschaft. Dies führt dazu, dass das Angebot von Waren abnimmt und dass die Preise steigen. Das wollen wir vorläufig festhalten. Einen gleichen Einfluss auf die Nachfrage nach Geld, das heißt nach Tauschmitteln, übt der alte Tauschhandel aus, wenn das Geld zu hohen Zins fordert. Das Geld verdankt sein Dasein überhaupt nur den Schwierigkeiten des Tauschhandels. Für deren Überwindung wurde es geschaffen. Verlangt aber das Geld für die Tauschvermittlung zu hohes Entgelt, so wird der Tauschhandel den Wettbewerb in vielen Fällen wieder mit Erfolg aufnehmen, besonders dort, wo, wie in vielen Teilen Asiens und Afrikas, die Erzeuger nicht durch Ort und Zeit getrennt sind. Je stärker der Geldzins den Warenaustausch belastet, umso eher kann der Tauschhandel der Geldwirtschaft als Wettbewerber die Spitze bieten. Denn die auf dem Wege des Tauschhandels verhandelten Waren erreichen den Verbraucher, ohne Zins zu zahlen. Wem sollten sie denn auch zinspflichtig sein? Wenn im Tauschhandel Kartoffeln gegen Fische ausgetauscht werden
und jeder belastet seine Waren mit 10% Zins, so heben sich diese Zinsen gegenseitig auf. Hiermit ist aber beileibe nicht gesagt, da es bei Anleihen, also nicht beim Tausch, zinsunmöglich wäre. So ist also klar, da es, wenn das Geld den Tauschhandel ablösen soll, es nicht beliebig hohe Abgaben fordern kann, zumal die Warenbesitzer die Hindernisse, die die Trennung durch Ort und Zeit dem Tauschhandel bietet, dadurch zu überwinden wissen, da es sie sich an bestimmten Tagen und Orten, Markttage, zusammenfinden. Der Tauschhandel ist nicht ganz so schwierig, wie man ihn allgemein darstellt. Die Schwierigkeit, die darin besteht, da es jeder, der die Waren hat, die ich brauche, nicht immer auch meine Ware benötigt oder nicht gerade in der Menge, die der von ihm angebotenen, oft unteilbaren Ware entspricht, ist stark übertrieben worden. In Wirklichkeit verschwindet diese Schwierigkeit gleich mit dem Auftreten des Kaufmannes. Denn der Kaufmann, der alles kauft, kann darum auch alles verkaufen. Er kann mich immer mit dem bezahlen, was ich brauche. Bringe ich ihm einen Elefantenzahn, so kann ich dagegen in seinem Warenhaus alle Waren erhalten, die ich brauche, und in genau der benötigten Menge. In den deutschen Siedlungen Südbrasiliens wickelt sich heute noch der Handel in dieser Weise ab. Die deutschen Siedler erhalten dort nur ausnahmsweise Geld. So entziehen sie dem Geld die Daseinsunterlage, nämlich die Nachfrage nach Tauschmitteln, die die Ware verkörpert. Die Waren, die der Tauschhandel unterbringt, sind für das Geld verloren, ähnlich wie der Zigeuner in seinem Karren für die Eisenbahn ein verlorener Kunde ist. Welcher Bruchteil der Weltwarenerzeugung auf diese Weise um den Tauschhandel herumpendelt, wie viel Waren also durch zu hohen Zins von der Benutzung des Tauschmittels ausgeschlossen werden, brauchen wir für unsere Zwecke nicht zu berechnen. Es genügt, da es wir im Tauschhandel das Dasein eines Wettbewerbers des Geldesfestimmungsgesetzes erstellt haben, dessen Aussichten umso günstiger sein werden, je höhere Abgaben das Geld fordert. Steigt der Zins, so werden viele Waren vom Geldhandel auf den Tauschhandel abgestoßen, die Nachfrage nach Geld nimmt ab, und die Preise steigen, also genau wie bei der Urwirtschaft. Auch hier wollen wir uns vorläufig mit dieser Feststellung begnügen. In gleicher Richtung wie die Urwirtschaft und der Tauschhandel wirkt auch der Wechsel, sobald die Ansprüche des Geldes zu hoch geschraubt werden. Denn auch die Waren, die gegen Wechsel ausgetauscht werden, sparen den Geldzins, und hoher Geldzins ist ein Ansporn zu ausgedehnterer Wendung des Wechsels. Freilich, der Wechsel ist nicht so bequem und sicher wie das Geld, er kann in vielen Fällen das Geld überhaupt nicht ersetzen, was man daraus ersieht, da es die Wechsel bei der Bank gegen Geld eingetauscht, diskontiert, werden, trotzdem sie sich dabei einen Abzug gefallen lassen müssen. Das geschehe nicht, wenn der Wechsel das bare Geld überall vertreten könnte. Oft aber, besonders im Großhandel, namentlich als Rücklage, hat der Wechsel vor dem Bargeld nur wenig Nachteile, und es genügt dann eine nur geringe Erhöhung des Geldzinses, damit man den Wechsel vorzieht. Der Geldzins wirkt auf den Wechsel wie die Erhöhung der Bahnfrachten auf die Benutzung der Schifffahrtskanäle. Je höher der Zins, umso größer ist der Ansporn, durch den Gebrauch von Wechseln im Handel die vom Geld geforderte Abgabe zu umgehen. Aus demselben Grund muss aber auch alles, was die natürlichen Nachteile des Wechsels, dem Bargeld gegenüber, künstlich vermehrt, auch die Stellung des Geldes stärken und die Zinsansprüche des Bargeldes erhöhen. Drückt der Wettbewerb der Wechsel den Zins des Bargeldes auf 5% herab, so wird dieser Zins auf 5¼, 5¼, 6% steigen, wenn wir den Gebrauch des Wechsels durch Alarmnachrichten oder durch Stempelabgaben erschweren. Je unsicherer der Wechsel erscheint, umso höher der Zins, je mehr der Wechsel durch Stempelabgaben belastet wird, umso höhere Forderungen kann sein Mitbewerber, das Bargeld, stellen, umso höher steigt der Zins. Belasten wir den Wechsel mit einer Steuer von 1%, so wird auch der Abzug, den die Bank beim Einwechseln erhebt, Diskonto, um 1% steigen. Belasten wir den Wechsel mit 5% Steuer, so steigt der Abzug von 5 auf 10%, falls die schon genannten übrigen Mitbewerber des Geldes nicht eingreifen. Bei diesem Sachverhalt erscheint das Benehmen des Staates sonderbar, der eine Erhöhung der Wechseltempelsteuer vorschlägt, um seine Einnahmen zu vermehren, zugleich aber darüber klagt, da es er seine Anleihen nur zu erhöhtem Zinsfuß unterbringen kann. Vielmehr sollte der Staat als Schuldner die Stempelabgaben auf Wechsel abschaffen, um den Zins für seine Anleihen heruntersetzen zu können. Was er an Wechselsteuern weniger einnehme,
würde er an den Zinsen seiner Anleihen hundertfach wiedergewinnen und zugleich die Zinslasten des Volkes vermindern. Wenn wir nun umgekehrt statt einer Steuer eine Wechselprämie, einerlei wie man sich diese denkt, ausschreiben würden, so versteht sich, dass mit einer solchen Prämie der Wechselumlauf auch gefördert und gehemmt werden könnte, gefördert, wenn die Prämie steigt, gehemmt, wenn sie ermäßigt wird. Ist nun die Zinsersparnis, die der Wechselverkehr dem Handel bietet, keine solche Prämie, die mit dem Geldzins wächst oder fällt? Der Wechselverkehr steigt also im gleichen Verhältnis, wie der Geldzins steigt. Aber wo Wechsel verkehren, da verkehren auch entsprechende Warenmengen, nur in umgekehrter Richtung. Und diese Waren sind wieder für die Nachfrage nach Geld verloren. Der Wechsel hat sie dem Gelde abgejagt. Die Nachfrage nach Bargeld geht also im gleichen Maße zurück, und entsprechend steigen wieder die Preise, wie der Wechselverkehr zunimmt, und der Wechselverkehr wächst im gleichen Maße, wie der Geldzins wächst. Auch das wollen wir uns vorläufig merken. Das Geld ist also nicht unbeschränkter Herrscher auf dem Markte. Es muss mit Wettbewerbern rechnen und kann infolgedessen die Zinsforderungen nicht beliebig hochschrauben. Jedoch ließe sich hier einwenden, dass das Geld in sehr vielen Fällen, namentlich in unseren heutigen Städten, unentbehrlich ist, dass das Geld sogar in den meisten Fällen den größeren Teil der Ware als Entgelt für die Tauschvermittlung verlangen könnte, ohne dass es darum wieder zum Tauschhandel oder zur Urwirtschaft käme, ja, dass selbst bei einem Abzug, Diskont, von 50% in sehr vielen Fällen das Geld nicht durch Wechsel ersetzbar ist. Der Wechsel kommt nur von einer Vertrauenshand in die andere. Er ist nicht teilbar genug für die Bedürfnisse des Kleinhandels. Er ist an bestimmte Gesetze, an bestimmte Zeiten und Orte gebunden. Das alles beschränkt seine Umlaufbahn auf einen sehr kleinen Durchmesser. Und darauf gestützt, könnte man sagen, dass in allen diesen Fällen das Entgelt für die Tauschvermittlung sehr viel höher sein müsste, als es wirklich ist, falls die Anschauung richtig wäre, wonach das Geld den Zins erhebt, weil es willkürlich den Austausch der Waren sperren kann. Aber bei diesem Einwand wird eine Tatsache vergessen, die wir im vierten Teil dieser Schrift kennengelernt haben, nämlich, dass eine allgemeine Preissteigerung das Geld zu Markte treibt. Eine allgemeine Preissteigerung der Waren bedeutet ja für alle Geldbesitzer immer einen der Preissteigerung genau entsprechenden Verlust, und diesem Verlust können sie nur entgehen, wenn sie das Geld gegen Waren anbieten. Eine allgemeine Preissteigerung ist für das herkömmliche Geld ein Umlaufszwang, in manchen Wirkungen ähnlich dem Umlaufszwang des Freigeldes. Durch Kauf von Waren sucht man bei einer allgemeinen Preissteigerung den dem Geld drohenden Verlust auf andere abzuwälzen. Wir können also sagen, dass die Erhöhung des Geldtributes über eine bestimmte Grenze hinaus ganz von selbst die Kräfte auslöst, die ihn wieder herunterdrücken. Umgekehrt wird, wenn der Geldzins unter diese Grenze fällt, wegen der dadurch verringerten Handelsankosten in vielen Fällen die Arbeitsteilung eingeführt, wo heute die Urwirtschaft noch lohnt, und der Geldhandel breitet sich dorthin aus, wo man sich noch mit dem Tauschhandel behilft. Gleichzeitig verliert der Wechsel an Reiz, bei 0% Zins würde der Wechsel überhaupt verschwinden. Diese Umstände, also vermehrte Warenerzeugung, auf Kosten der Urwirtschaft, bei gleichzeitigem vermehrtem Angebot von Waren, auf Kosten des Tauschhandels, und vermehrtem Angebot von Waren gegen Bargeld, auf Kosten des Wechselverkehrs, würden die Preise drücken, den Warenaustausch erschweren, und die entstehenden Verlegenheiten der Erzeuger würde sich das Geld wieder mit erhöhten Zinsforderungen nutzbar machen. Das Spiel der Kräfte, das der Geldzins durch seine Einwirkung auf die zinsfreien Mitbewerber des Geldes und dadurch auf die Preise auslöst, wirkt also selbsttätig regelnd auf den Zins zurück, so dass die Höchstgrenze des Geldzinses auch die Mindestgrenze ist. Der Umstand, dass der Wechselzinsdiskont starke Schwankungen erleidet, beweist nichts gegen diesen Satz, wie wir noch zeigen werden. Der Geldzins fällt also immer notwendigerweise auf den Punkt zurück, wo durch ihn Wechselverkehr, Tauschhandel und Urwirtschaft gefördert oder eingeschränkt werden. Die Ansicht ist heute noch allgemein, dass der Geldzins durch den Wettbewerb der Geldverleiher steigt und fällt. Diese Ansicht ist irrig. Es gibt unter Geldverleihern keinen Wettbewerb, er ist sachlich unmöglich. Stammt das Geld, das die Kapitalisten zu verleihen haben, aus dem Verkehr,
So stopfen Sie mit dem Weiterverleihen dieses Geldes nur die Löcher zu, die Sie beim Vereinnahmen des Geldes gegraben haben. Sind 10.100 bis 1.000 Geldverleiher da, so sind auch 10.100 bis 1.000 Löcher da, die diese Geldverleiher in die Umlaufbahn des Geldes gegraben haben. Je mehr Geld angeboten wird, umso größer sind diese Löcher. Bei der berühmten Krise, die 1907 urplötzlich über die Vereinigten Staaten ausbrach, wäre es Morgan, der der Regierung mit 300 Millionen Dollars Gold zu Hilfe eilte. Woher kamen diese Dollars? Es waren nötig gebrauchte Dollars. Morgan hatte sie vorher dem Verkehr entzogen und damit selber dem Lande die Verlegenheiten bereitet, die der Schelm jetzt, nachdem der Kassensturz eingetreten und die Zwischengewinne eingeheimst waren, aus Vaterlandsliebe der Regierung großmütig anbot. Bei sonst unveränderten Verhältnissen muss sich also immer eine Nachfrage nach Leihgeld einstellen, die dem Geld entspricht, das die Kapitalisten zu verleihen haben. Unter solchen Verhältnissen kann man aber nicht mehr von einem Wettbewerb sprechen, der den Zins beeinflussen könnte. Sonst müsste nur ja auch der Umstand, da es am Martinstag der Umzug stattfindet, die Mieten beeinflussen. Aber das ist nicht der Fall, denn die größere Anzahl von Wohnungssuchenden entspricht einer gleichen Zahl von aufgegebenen Wohnungen. Der Umzug an sich ist ohne jeden Einfluss auf die Mieten. Und ebenso verhält es sich beim Wettbewerb der Geldverleiher. Auch hier handelt es sich nur um einen Umzug des Geldes. Ist es aber neues, unmittelbar von Alaska kommendes Geld, das die Geldverleiher anbieten, so wird dieses neue Geld die Preise hochtreiben, und die Preissteigerung wird alle, die Geld für ein Unternehmen borgen müssen, zwingen, die Summe um den Betrag der Preissteigerung zu erhöhen. Statt 10.000 Mark wird der Unternehmer für das gleiche Haus 11.000, 12.000 bis 15.000 Mark brauchen, und so wird das durch das neue Geld vermehrte Angebot auch selbsttätig eine entsprechend vergrößerte Nachfrage erzeugen, wodurch wieder der Einfluss des neuen Geldes auf den Zins bald genug aufgehoben wird. Die Erscheinung, da es bei Vermehrung des Geldumlaufes, durch Goldfunde oder Papiergeldausgabe, der Zinsfuß nicht nur nicht fällt, sondern im Gegenteil in die Höhe geht, werden wir noch erklären. Einen Wettbewerb unter Geldverleihern, der auf den Zins Einfluss haben könnte, gibt es also nicht, er ist unmöglich. Die einzigen Wettbewerber des Geldes, die dessen Macht beschränken, sind die oben genannten drei Dinge, Urwirtschaft, Tauschhandel und Wechsel, die eine vermehrte Urwirtschaft, vermehrten Tauschhandel und vermehrten Wechselverkehr, als Folge erhöhter Zinsforderungen selbsttätig herbeiführen und damit eine allgemeine Preissteigerung der Waren bewirken, die dann die Geldbesitzer nachgiebig macht. Zum besseren Verständnis dieses Satzes sei auf den später folgenden Abschnitt die Bestandteile des Bruttozinses verwiesen. Zwischen zwei Punkten ist nur eine Gerade möglich, die Gerade ist die kürzeste, und die kürzeste ist, auf das Wirtschaftliche übertragen, auch die billigste. Die kürzeste Straße aber zwischen Erzeuger und Verbraucher, und darum auch die sparsamste, ist das Geld. Bei der Urwirtschaft geht die Ware zwar auf noch kühnerem Wege geradeswegs von der Hand in den Mund. Dafür ist aber hier die Erzeugung weniger ergiebig als bei der Warenherstellung im Wege der Arbeitsteilung. Alle anderen Straßen, Tauschhandel, Wechsel, die die Waren einschlagen mögen, um den Verbraucher zu erreichen, sind länger und kostschutzbilliger. Wie würde man auch sonst 105 Mark in Wechseln für 100 Mark in Geld geben, wenn das bare Geld dem Wechsel gegenüber als Tauschmittel keine Vorteile böte? Aber diese billigste und kürzeste Straße kann der Geldbesitzer sperren und gesetzmäßig gibt er sie nur frei, falls man ihm die Vorteile bezahlt, die das bare Geld als gerade Straße den krummen Straßen gegenüber aufweist. Fordert er mehr als diesen Unterschied, so schlägt die Ware den längeren Weg ein, fordert er weniger, so wird das Geld überlastet. Das heißt, die Waren, die sonst mittels Wechsel und so weiter ausgetauscht wurden, beanspruchen dann das bare Geld. Die Nachfrage nach Geld wächst, die Warenpreise sinken, und bei sinkenden Preisen kann das Geld überhaupt nicht mehr umlaufen. Das Geld erhebt den Zins für seine jeweilige Benutzung so, wie es etwa eine Mietskutsche tut. Der Zins wird den allgemeinen Handelsankosten zugerechnet und mit diesen erhoben, ob durch Abzug beim Erzeuger oder durch einen Zuschlag beim Verbraucher, ist einerlei. In der Regel geschieht es so, da es der Kaufmann den Preis erfahrungsgemäß kennt, den er beim Verbraucher für die Ware erzielen kann. Von diesem Preise zieht er die Handelsankosten, seinen eigenen Arbeitslohn, den reinen Handelsgewinn und den Zins ab. Diesen Zins berechnet er nach der Zeit,
die erfahrungsgemäß im Durchschnitt bis zum Verkauf der Ware verstreicht. Das, was bleibt, ist für den Warenerzeuger. Ist zum Beispiel der Kleinhandelspreis einer Kiste Zigarren in Berlin 10 Mark, so weiß der Zigarrenfabrikant in München ganz gut, dass er diese 10 Mark nicht voll für sich beanspruchen kann. Er muss für den Händler in Berlin den Preis so weit herabsetzen, dass dieser aus dem Unterschied zwischen dem Fabrik- und Verkaufspreis die Kosten für Fracht, Ladenmiete und für seine Arbeit bestreiten kann. Und dann muss noch etwas übrig bleiben dafür, dass der Händler Geld in sein Geschäft stecken muss. Dieses Geld kommt der Regel nach mittel- oder unmittelbar von den Banken und Sparkassen, die es selbstverständlich nur gegen Zins hergeben. Diesen Zins muss der Händler aus dem obigen Preisunterschied herausschlagen. Geht das nicht bei den heutigen Preisen, nun, so wartet er. Und solange er wartet, muss auch der Fabrikant auf den Käufer warten. Ohne eine Abgabe an das Geld zu bezahlen, gelangt keine Zigarre von der Fabrik zum Raucher. Entweder ermäßigt der Fabrikant den Preis, oder der Verbraucher erhöht sein Angebot. Dem Kapitalisten ist das gleichgültig. Den Zins bekommt er auf alle Fälle. Der Urzins wird also ganz einfach zu all den übrigen Handelsankosten geschlagen. Diese sind im Allgemeinen das Entgelt für geleistete Arbeit. Der Fuhrmann füttert die Pferde, schmiert die Achsen, schwitzt und flucht. Es ist nicht mehr als recht, dass er dafür bezahlt werde. Der Kaufmann hühartet den Laden, bezahlt die Miete, rechnet und grübelt. Er soll etwas dafür bekommen. Aber der Bankmann, die Sparkasse, der Geldgeber, was tun sie? Der König steht am Schlagbaum, er sperrt die Grenze und sagt, der Zehnte ist mein. Der Geldgeber steht vor dem Geldschrank, er sperrt den Austausch der Waren, die auf den Inhalt des Geldschrankes als Tauschmittel angewiesen sind und sagt, wie der König, der Urzins ist mein. Der König wie der Geldgeber tun im Grunde nichts, sie sperren nur und erheben einen Zins. Der Urzins ist also, wie der Grenzzoll, eine Abgabe, nur mit dem Unterschied, dass der König mit dem Zoll die Staatsausgaben bestreitet, während der Geldgeber den Urzins für sich verwendet. Wir bezahlen im Urzins also weiter nichts als die Tätigkeit der Kapitalisten, die darin besteht, dem Handel Steine in den Weg gewälzt zu haben. Welcher von den drei Wettbewerbern des Geldes, die dem Geldzins die Grenzen ziehen, ist der wichtigere? In entwickelten Handelsgebieten und gewöhnlichen Zeiten ist von jenen dreien der Wechsel der wichtigere, während die beiden anderen für die weniger entwickelten Länder ausschlaggebend sind. Denkt man sich zum Beispiel Deutschland als geschlossenen Handelsstaat mit eigener Papierwährung, so würde ohne den Wechsel das Geld schon sehr hohe Ansprüche stellen können, ehe Urwirtschaft und Tauschhandel genügend stark eingreifen könnten, um die für die Freigabe des Geldes nötige Preissteigerung zu erzeugen. Ich verweise nochmals zum besseren Verständnis für diesen Satz auf den Abschnitt am Schlusse des Buches, die Bestandteile des Bruttozinses. Ja, man könnte annehmen, dass ohne den Wechsel, dem natürlich Kreditverkäufe, Stundungen und so weiter hinzuzurechnen sind, das Geld in dem angenommenen Fall die Zinsforderungen bis hart an die Grenze des Nutzens steigern könnte, den uns die Arbeitsteilung bietet, was ja schon vollkommen durch das Aufgeben der Arbeit in Krisenzeiten bewiesen wird. Den Arbeitslosen helfen Urwirtschaft und Tauschhandel nur ganz ausnahmsweise, und dann auch nur in sehr geringem Maße. So kann ein Arbeitsloser zum Beispiel seine Hosen selber flicken, er kann sich selbst rasieren und seine Mahlzeiten selber bereiten. Er kann sein Brot backen, vielleicht seine Kinder unterrichten, und statt ins Schauspielhaus zu gehen, selbst für seine Familie ein Lustschutzspiel schreiben, wenn der Hunger die dazu nötige Stimmung bei ihm aufkommen lässt. Ist also bei uns der Wechsel der wichtigste Zinsregler, so sind in unentwickelten Ländern, in Asien und Afrika, in denen der Wechsel keine große Rolle spielen kann, Urwirtschaft und Tauschhandel von höchster Bedeutung für die Regelung des Geldzinses. Und da sie in solchen Ländern wirksam sein müssen, erkennt man daran, dass der Geldzins in früheren Zeiten, als die Arbeitsteilung erst in kleine Kreise des Volkes eingedrungen war, zum Beispiel zur Zeit der Römer und im Bauernstaat der Königin Elisabeth von England, ungefähr der gleiche war wie heute, wie man das aus den Angaben am Schlusse dieses Buches ersehen kann. Diese Gleichmäßigkeit des reinen Geldzinses ist so auffallend, dass man annehmen kann, die drei unter sich so verschiedenen und so verschiedene Kulturzustände voraussetzenden Zinsregler, Urwirtschaft, Tauschhandel und Wechselrecht, müssten sich gegenseitig bedingen und ergänzen.
So erzeugt zum Beispiel eine schon hochentwickelte, nur wenig mehr ausdehnungsfähige Arbeitsteilung und der dadurch bedingte Ausschluss von Urwirtschaft und Tauschhandel wiederum die Kultur, die sozialen, gesetzlichen und Handelseinrichtungen, bei denen der Wechselverkehr sich ausbilden und gedeihen kann. Die 36 Milliarden Mark, die 1907 in Deutschland in Wechseln in Umlauf gesetzt wurden, geben einen besseren Maßstab für die Entwicklung des Handels, als das Eisenbahnnetz und manches andere. Und umgekehrt sind dort, wo der Kulturzustand den Ersatz des Geldes durch Wechsel ausschließt, wieder Urwirtschaft und Tauschhandel die treuen Wächter, die es verhindern, da es das Geld seinen Zinsanspruch über bestimmte Grenzen hinaus steigert. Fassen wir das in diesem Abschnitt Gesagte kurz zusammen. Der Geldzins ist das Erzeugnis eines selbstständigen Kapitals, die erste des Geldes, und lässt sich am besten mit dem Wegesperrgeld vergleichen, das der Raubritter und bis in die jüngste Zeit der Staat für die Benutzung der Straßen erhob. Der Geldzins wird nicht vom Zins der Sachgüter, Realkapitalien, BEN beeinflusst, wohl aber umgekehrt, und der Wettbewerb der Geldverleiher hat keinen Einfluss auf ihn. Begrenzt wird der Geldzins durch den Wettbewerb, den ihm die anderen Tauschmittel, Wechsel, Tauschhandel und Urwirtschaft, bereiten. Beim Geldverleihen wird nur der Besitzer des Geldes gewechselt, ohne dass dadurch irgendetwas am Geld geändert wird. So wie es sich gleich bleibt, ob statt des Mannes es die Frau ist, die den Schlagbaum fallen lässt und die Abgabe erhebt. Beim Wechsel- und Tauschhandel dagegen findet kein solcher wesenloser Personenwechsel statt, sondern es wird dem Geld ein wirksamer Mitbewerber dadurch geschaffen, da es den Waren andere Wege für den Austausch geahnt werden. Durch die Preissteigerung, die der Wechsel, die Urwirtschaft und der Tauschhandel bewirken, wird der Geldumlauf unter einen wirtschaftlichen Zwang gestellt, der dazu führt, dass das Geld auch solchen Waren gegenüber seine Macht über bestimmte Grenzen hinaus nicht missbrauchen kann, die zu ihrem Austausch sich nicht des Wechsels oder des Tauschhandels bedienen können. Es geht hierzu, wie bei den Lohnarbeitern, deren Lohn vom Arbeitsertrag der Ausgewanderten begrenzt wird, ob schon sie nicht alle mit der Auswanderung zu drohen brauchen, Seite Teil I. Der Geldzins wird von den Waren, also unmittelbar aus dem Kreislauf von Ware und Geld erhoben. Wie zu Anfang gesagt wurde, leugnete Marx diese Möglichkeit. Der Geldzins ist vom Vorhandensein eines von Arbeitsmitteln entblößten Proletariats vollkommen unabhängig. Er würde um nichts geringer sein, wenn alle Arbeiter mit eigenen Arbeitsmitteln versehen wären. Der Geldzins würde solchenfalls den Arbeitern bei der Übergabe ihrer Erzeugnisse an den Händler, Geldbesitzer, abgenommen und zwar darum, weil der Händler durch Festhalten des Geldes, ohne unmittelbaren Schaden für sich, den Austausch der Erzeugnisse der Arbeiter untersagen und diesen dadurch einen unmittelbaren, unabfälzbaren Schaden zufügen kann, weil diese Erzeugnisse durchweg und ohne nennenswerte Ausnahmen täglich an Menge und Güte verlieren, dabei noch erhebliche Kosten für Lagerung und Wartung verursachen. Diesen Geldzins werden wir von jetzt ab Urzins nennen. Die Bezeichnung Urzins für den Geldzins, im Gegensatz zum Zins der Sachgüter, Häuser und so weiter, wird es erleichtern, beide Zinsarten auseinanderzuhalten.